So heftig sieht eine illegale Mülldeponie aus. Verbrannte Altreifen en masse, die schädlich sind. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für Menschen, weil Giftstoffe ins Grundwasser gelangen können. Mein Kollege Michael Billig und ich recherchieren schon seit Jahren zu Umweltkriminalität. In der Nähe von Leipzig schauen wir uns ein übles Beispiel von illegaler Müllablagerung an. Also der ganze Scheiß liegt hier auch schon nicht so, wie er jetzt da liegt, aber hier lagen schon seit Mitte der 90er Jahre rund 1000 Tonnen alte Reifen. 1000 Tonnen. Und vor etwas mehr als 2 Jahren hat es hier gebrannt. Da waren die das hier verursacht haben, schon längst weg. Laut der zuständigen Umweltbehörde sollen zwei Unternehmer die Reifen hier angesammelt haben. Kriminelle Entsorger kassieren Gebühren für die Annahme von Müll, verschwinden dann und hinterlassen Reifenberge. So wohl auch in diesem Fall. Die Entsorgung dieser abgebrannten Halde wird laut zuständiger Behörde über 125.000 Euro kosten.